gesehen? Hallo und herzlich willkommen zum Rückblicksvideo vom Februar. Wir haben Anfang März und ich weiß nicht, ob man es hört, es tropft. Es ist unglaublich warm. Also unglaublich warm. Wir haben aber plus 4 Grad ungefähr. Es ist die letzten Tage ziemlich grau, es ist windig, es fühlt sich an wie April. Und ich hoffe doch, dass wir noch ein bisschen mehr Winter zurückbekommen. Aber zurück zum Februar. Der begann allerdings auch genau so. Nämlich warm, sehr, sehr stürmisch. Also so, dass man nicht so richtig viel Zeit draußen verbringen wollte. Es gab überall Sturmwarnungen von wegen Äste und Bäume fallen um. Und man muss wirklich aufpassen. Es gab ziemliche Behinderungen im Straßenverkehr. Und Anfang Februar war es auch so, dass der erste Tag des Jokkmokk-Wintermarkts zwar stattfand, aber ein bisschen eingeschränkt war, weil es einfach so unglaublich stürmisch war. Normalerweise sind wir gerne am Donnerstag dort und haben uns dann aber entschieden, das machen wir dieses Jahr nicht. Also das ist doch zu windig, man will es ja auch irgendwie ein bisschen genießen und sind dann erst am Freitag hingefahren. Wenn du ein bisschen mehr über den Wintermarkt erfahren möchtest, ich habe ein separates Video dazu gedreht, verlinke ich auch nochmal. Insgesamt war der Februar ein bisschen ungewöhnlich, muss ich sagen, denn nicht nur das Wetter war ein bisschen wechselhaft, sondern auch unsere Familien- bzw. Rudelkonstellation war etwas problematisch, denn unsere 11-jährige weiße Husky-Dame ist läufig geworden. Und jetzt habe ich hier einen kleinen Teenager, einen Rüden, und es hat sich sehr schnell herausgestellt, die beiden können gerade gar nicht miteinander leben. Und das heißt, wir mussten uns etwas trennen. Wir haben praktisch den ganzen Februar getrennt voneinander gelebt. Jeder hat jeweils einen Hund gehabt und war auch mal ganz schön, aber braucht eben ein bisschen Anpassung, würde ich jetzt mal sagen. Als sich also herausgestellt hat, dass die beiden gerade gar nicht miteinander leben können, weil es einfach unglaublicher Stress für alle war, nicht nur für die Hunde, auch für uns, ist Alexander mit Ari zu unserem neuen Grundstück gefahren. Die beiden sind über ein verlängertes Wochenende einfach mal weg gewesen und das hat eine ganze Menge Ruhe reingebracht. Das heißt, Ludwig und ich waren alleine zu Hause. Es ist wieder richtig kalt geworden dann, kurz nach dem Wintermarkt, und wir hatten so ein paar richtig schöne, ruhige Skitouren. Es kam neuer Schnee, das Wetter war traumhaft, genauso wie man sich einen Winter richtig schön vorstellt. Allein unterwegs im Tiefschnee, das ist schon toll. Ich konnte allerdings nicht allzu lange dort bleiben, denn ich hatte einen Arzttermin in Luleå. Keine große Sache, ging auch wieder in 5 Minuten, aber braucht eben ein bisschen, nicht Planung, aber man muss ein bisschen Zeit einplanen. Das heißt, ich bin an, glaube ich, der kälteste Tag seit langem, bin ich früh nach Luleå gefahren. Es war schon die Fahrt allein toll, es war so ein richtig sonniger Tag. Den Elch gesehen, und Luleå an sich hat dann echt mir noch was geboten, was ich schon immer mal machen wollte und wo irgendwie nie die Zeit dafür da war. Ich war nämlich auf der zugefrorenen Ostsee, und Luleå ist da wirklich spannend. Es gibt Eiswege, die von Insel zu Insel führen. Man kann kostenlos sich diese Sparks ausleihen und einfach mal dort auf dem Eis unterwegs sein. Jetzt hatte ich leider nicht super viel Zeit, denn ich hatte bei der Kälte einen kleinen Hund im Kofferraum, der nicht mit aufs Eis wollte. Irgendwie war das sehr unheimlich. Also Kofferraum, ich wollte nicht zu lange warten lassen. Das heißt, ich habe nur einen kleinen Ausflug gehabt. Aber der hat sich gelohnt und ich weiß schon garantiert, dass ich das nochmal neu machen möchte. Ja, und dann haben wir unsere Wohnsitze wieder neu aufgeteilt. Nämlich so, dass diesmal ich Ari mit zu unserem neuen Grundstück genommen habe und Alexander mit Ludwig zu Hause geblieben ist. Und die Situation ist ein bisschen schwierig gerade dort, denn es hat ja so sehr gestürmt. Das habe ich vorhin schon gesagt. Und das bedeutet, dass das letzte Stück Straße zu unserem Grundstück hin komplett zugeweht war. Der Winterdienst kam dort nicht. Auf unserem Grundstück ist es generell zu eng aktuell, als dass der wenden kann. Und ja, man kann einfach mit dem Auto gerade nicht ranfahren. Das heißt, wir haben meine Polka mitgenommen und haben dann das ganze Gepäck abends im Dunkeln einfach vom Parkplatz, von der großen Straße, das nennen wir es Hauptstraße, zum Haus gefahren. Und das hat sich dann echt ganz spannend angefühlt. Ne, das hat ja bedeutet, ich bin einfach mal in der Wildnis ausgesetzt worden und da kam dann auch nicht mal einfach jemand so hin, denn es war ja eben eingeschneit. Jetzt war ich auch zum ersten Mal länger dort in diesem Winter, und das hat auch mit sich geführt, dass man sich erstmal einrichten musste. Das heißt, vor allem Schneeschippen, wie immer, leidiges und immer fortwährendes Thema. Und ich habe mich relativ schnell entschieden, ich schippe nicht wieder diesen ganzen Weg vom Haupthaus bis zur Scheune. Das hat Alexander letztens gemacht, nur damit es am nächsten Tag wieder zugeweht war. Das heißt, ich habe das einfach mit Schneeschuhen immer platt getrampelt. Aber eine Sache habe ich freigeschaufelt, und das wusste ich auch, nämlich den Weg zur Toilette. Und das war... Es
war okay, bis auf die letzten 2 Meter, würde ich sagen. Das war nämlich genau da, wo der ganze Schnee von dem Dach runtergerutscht ist. Und das ist einfach immer anstrengend, schwer, eisig. Das hat keinen Spaß gemacht, aber es muss ja sein. Ja, und was auch sein muss, das ist irgendwie an Trinkwasser zu kommen. Wir haben ja eine Badsanierung geplant. Das heißt, momentan haben wir kein Badezimmer und einfach kein fließend Wasser. Das ist kein großes Problem, man muss sich eben nur einrichten. Und man stellt schon fest, dass man sehr viel genauer auf den Wasserverbrauch achtet, wenn man es selbst aus dem See holen muss. Ich war am 2. Tag, glaube ich, mit dem Eisbohrer draußen, habe mir eine Stelle gesucht und habe versucht, an Wasser zu kommen. Und das ist immer ein bisschen nervenaufreibend, finde ich zumindest. Denn man bohrt und bohrt und bohrt und hackt und bohrt und hackt und bohrt und fragt sich immer, hast du was gehört? Komm, leg dich mal wieder hin. Super. Ist vielleicht an der Stelle das Eis bis ganz unten drunter durchgefroren, weil ich war nicht so weit weg vom Ufer entfernt. Oder bohre ich vielleicht gerade auf einen Stein und mache mir den Eisbohrer kaputt. Also das Ganze ist nicht so, dass man einfach mal schnell 3 Minuten bohrt und ist glücklich. Ich verstehe schon, dass Leute einen motorisierten Eisbohrer mittlerweile benutzen. Ich habe echt lange gebraucht. Es waren 60, 70 Zentimeter dickes Eis. Gibt eine schöne Sicherheit, dass man nicht einbricht, aber es macht eben auch eine Menge Arbeit, das Wasser zu holen. Fühlt sich aber auch super an. Ich war dann in den Tagen danach, ich war knapp über eine Woche dort, noch 2-mal zum Auffüllen von meinen Wasserbehältern, Kanistern und war überrascht, wie schnell das wieder zugefroren ist. Also es war dann jedes Mal nochmal ordentlich Arbeit und hacken und bohren nochmal, um an das Wasser zu kommen. Dann habe ich nochmal schnell die Drohne in die Luft geschickt, gleich am Anfang, und habe festgestellt, wir haben da doch eine ganze Menge Besucher. Also ich habe einige Hasenspuren gesehen, Rentiere direkt am Grundstück. Da müssen wir dann auch wirklich aufpassen, denn unser kleiner Hund hat Rentiere bisher noch nicht kennengelernt. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Und wir denken, dass Füchse dort vor Ort sind. Schneehühner sehe ich einige und insgesamt, ich mag es einfach dort zu sein und das erstmal auch zu entdecken. Wir kennen das Grundstück ja noch nicht so gut. Wir waren noch nie richtig lange am Stück dort und es fühlt sich immer noch so ein bisschen wie Urlaub an. Ein bisschen blöd war, dass ich erkältet war. Wir waren beide ein bisschen erkältet. Normalerweise werden alle aus Jokkmokk nach dem Wintermarkt krank. Wir haben vorher schon so ein bisschen angefangen und das hat sich dann irgendwie auch so hingezogen. Und das heißt, dass ich dort es habe ziemlich langsam angehen lassen. Normalerweise bin ich gern viel unterwegs. Ich wollte mal längere Skitouren machen. Das habe ich mal lieber bleiben lassen. Das hat sich nicht so geschickt angefühlt. Und ich bin dann einfach mit meinen Holzski wirklich so im, ich nenne es immer Reha-Sporttempo, also ganz gemütlich im ungespurten Gelände unterwegs gewesen und ich stelle immer wieder fest, das mag ich. Also Skispuren und Schneemobilspuren verlassen und einfach mal auf Entdeckungstour gehen und gucken, wo man rauskommt, das fühlt sich nochmal ganz anders an. Mag ich unglaublich gern und vielleicht war es ganz gut, dass ich ein bisschen erkältet war, weil sonst wäre ich wieder auf den Berg gehetzt und hätte mir das angeguckt und so war es einfach eine schöne, langsame Geschichte. Eine Sache musste ich aber unbedingt machen. Das konnte ich einfach, die Chance konnte ich mir nicht entgehen lassen. Die Temperaturen waren okay, das Wetter war okay und ich habe ja in diesem Winter, wenn es irgendwie möglich ist, noch 1-2 Skitouren geplant. Ich habe im Herbst mir ja dieses Kaminzelt gekauft, habe nur einmal draußen gezeltet bisher und habe festgestellt, das will ich unbedingt im Winter machen. Und jetzt hatte ich natürlich Ari dabei. Ari ist ein Sofahund. Ari möchte nicht draußen campen, absolut nicht. Aber da hat sie nun mal Pech gehabt. Also ich habe mir auch nicht ausgesucht, dass sie gerade läufig war. Das heißt, ich habe an dem einen Tag das Zelt in Ruhe aufgebaut. Ich habe den Kamin installiert. Es war ein bisschen windig, war nicht optimal, aber eigentlich ein ganz guter Test. Und ich habe abend die arme Ari mit ins Zelt geschleppt. Es war nicht zu weit weg vom Haus. Das war auch bewusst so gewählt. Erstens, weil ich eben nicht super fit war. Und zweitens, weil ich ein Ausstiegsszenario haben wollte, falls es mit Ari gar nicht funktioniert. Aber es ging, sag ich mal so. Sie hat ihren Unmut etwa einmal pro Stunde deutlich zum Ausdruck gebracht. Sie schüttelt sich sehr gern. Sie leckt dann gern. Sie grunzt und krummelt rum. Aber da musste sie durch. Insgesamt war es trotzdem ein schöner Test. Wir hatten ungefähr minus 15 Grad und das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt bin ich ziemlich heiß drauf, auch wirklich nochmal, wenn das Wetter ganz gut passt und hoffentlich auch die Zeit dafür da ist, noch Skitouren zu machen mit Übernachtung. Das wäre toll.
Ansonsten habe ich die Tage, wie gesagt, relativ ruhig angehen lassen. Am letzten Tag war ich dann nochmal mit den Holzskiern unterwegs und das war ein echt schöner Abschied, denn man hat nicht so oft so Sonne und Nebel auf einmal, würde ich sagen, im Winter. Und es war irgendwie eine besondere Lichtstimmung, die einfach gezeigt hat, wie schön es dort ist. Also ich freue mich wirklich, wenn wir irgendwann dort wohnen, weil ich dann wirklich, also diese schöne Gegend direkt vor der Haustür habe und das ist schon echt schön. Ja, wieder zu Hause haben wir festgestellt, klappt immer noch nicht mit den Hunden. Ari hat eine etwas schwierige Läufigkeit jedes Mal. Das heißt, man kann sich nicht so nach einem typischen Zeitplan richten. Und das hatte zur Folge, dass Alexander mehr oder weniger mit ihr geflüchtet ist. Diesmal ist er ausgezogen und zwar ist er jetzt in Nikaloch da. Es ist ein ganzes Stück nordwestlich von uns in den Bergen und ich bin hier mit dem Zwerg zu Hause und ich muss auch sagen, es ist ungefähr eine Woche jetzt her, seitdem ist praktisch gar nichts passiert. Das Wetter ist ungefähr so wie hier, überwiegend grau, mild, der Schnee ist weich, es macht keinen Spaß spazieren zu gehen. Es ist mal mehr windig, mal weniger, aber es ist super unspektakulär. Das einzig Schöne an dieser Sache war, dass ich nochmal in aller Ruhe das Kaminzelt auch zu Hause testen konnte und ich fand es ein bisschen mutig, denn ich habe mit dem Ludwig zusammen mal draußen geschlafen. Ich dachte, ich muss ihn ganz langsam an die Sache ranführen, denn, wie soll ich sagen, er ist etwas ungestüm. Und was man wirklich nicht brauchen kann, ist einen unkontrollierten und ungestümen Hund in einem Kaminzelt. Das heißt, wir sind das ganz langsam angegangen und ich dachte, dass ich ganz kleine Schritte machen muss. Aber er war super. Er hat es toll gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine ganze Nacht gleich mit ihm dort verbringen kann. Und er hat sich fast dafür qualifiziert, auf eine Skitour mal mitzukommen. Also wenn die Schneebedingungen passen und er nicht einsinkt, dann könnte ich mir absolut vorstellen, das diesen Winter noch zu probieren. Das wäre super. So, das war der Februar. Wie gesagt, ein bisschen ungewöhnliche Wohnsituation, würde ich jetzt mal sagen, den Hunden geschuldet. Ein bisschen viel auf und ab mit dem Winter. Ich hoffe, dass wir nochmal ein paar richtige schöne Wintertage bekommen. Das wäre großartig. Ansonsten drückt mir die Daumen, dass ich nochmal Skitouren machen kann. Der März ist prädestiniert dafür normalerweise. Jetzt kommt es alles auf das Wetter an und auf unsere Zeitplanung. Es wäre schön, wenn es klappen würde. Falls ja, dann gibt es auf jeden Fall dazu auch ein bisschen Videomaterial.